Ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück hier beim Let's Play von Ark Survival Plus. Zusammen mit Coach Hippo, Xar, Sinde, Servus. Servus. Willkommen im erfolgsverwöhnten Dorf. Willkommen. Ich krieg's einfach nicht positiv dargestellt, es tut mir leid. Ich habe im Offscreen ein wenig Lumber gebaut. Wir kriegen bald die nächste unsichtbare Stufe an der Hütte. Ja. Sinde hat ein weiteres Fässchen bekommen, aber immer noch kein Limestone. Limestone. Und Limestone von daher. Gerade ein bisschen. Was? Wo? Wie? Warst du da unten oder woanders? Unten auf der Ebene. Was ist denn das hier schon wieder für ein Bullshit? Man braucht zum Kochen braucht man gekochte Eier, um das Simple Meal zu machen. Wenn man nein, die du, einmal rausgenommen hat, kannst du die nicht wieder reintun. Keine gekochten Eier. Normale Eier. Normale Ruhe. Eier. Nein, gekochte Eier. Nein? Normale Ruhe. Ja. Nein. Doch, nein. Doch. Bisher war das so zumindest, dass man normale brauchte, aber weiß nicht, ob sie was geändert haben. Produzier nicht den Hippo, ja? Produzier mich nicht. Dann ist alles vorbei. Ach ja, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall kann man die gekochten Eier nicht wieder zurücktun ins Feuer. Nee, das ist richtig. Die hatte ich dann auch im Inventar und die stacken auch nicht. Das ist auch besonders gut. Nee. Warum auch? Ist doch Quatsch. Man, ist ja nicht so, als wenn wir nicht genügend Platz hätten. Ja, ja. Eben, man kann ja in die Kisten und gerade in die Töpfe und so, da kann man so richtig viel reinmachen. Da brauchen die auch nicht stacken, man hat eh unendlich Slots. Das ist einfach. Hast du einen Boden? So. Gleich gibt's eine schöne Town Hall, Leute. Ja. Ich werde staunen. Da haben wir Nummer 5. Muss man zossen. Hatte ich nicht irgendwo eine Lupe? Muss man zossen. Wie viel ist denn so ein bisschen Limestone, was du gefunden hast? Kurz zählen. 3, 4. Dann sind das 560 Limestone. Na gut, wir brauchen ja, 1200. Ja, immerhin so ein bisschen was. Ja, 1200 brauchen wir noch. Ja, warum steht mein Gaul bei dir vor der Tür? Wo, bei mir? Nein, bei Koja. Also. Was? Dein Gaul bei mir vor der Tür? Ja, Mörchen stand bei dir. Warum? Das weiß ich nicht. Ich bin mit Germany's Next Topmuli hier rumgelaufen. Das war bestimmt Coach. Wir werden uns nochmal die Videos an. Ja, ich denke auch. Ihr wisst schon, dass das Town Hall Dingen so unfertig ist, schon Schaden hat, ja? Ja. Ja. Habe ich auch schon gesagt. Das. 1209 von 1500. Coach! Ich hab da auch. Ja, du hast da mit der Keule drauf rumgeschlagen. Du warst ja, das. Natürlich, weil ich lag da auch da. Ja, das macht Schaden bei deinem Dickschädel. Ich stell dir mein Pferd bei dir hin, Sinde. Da kannst du dann den Limestone rausnehmen. Ja, so und schon beim Schlafen drauf gesabbert, das hat den Schaden gemacht. Ja, so genau. Boah. Ja, das sind wieder Bilder. Ja. Gut, komm her damit. So, nächste Ausbaustufe. Bam, bam, bam. Und jetzt. So, Lupe raus. Boah. Oh. Hast du das gesehen? Siehst du den zweiten Stock? Siehst du nicht hier den zweiten Stock einfach? Unglaublich. Hä? Ist unglaublich, oder? Ja, es ist hammermäßig. Hammer! So, jetzt brauchen wir. Was bist du denn? Ich wollte in Richtung Limestone. Was hat dich. Ja, da kriegt eine Schlange rum. Titanoboa. Wieso sind hier oben Titanoboa? Ja, hab ich ja ist gesagt. Ist jetzt dein Horn, ist jetzt dein Pferd in Gefahr? Ja, ist es. Jetzt ist nicht mehr in Gefahr, ja. Jetzt ist nicht mehr in Gefahr. Ist alles gut. Dann passt das ja. Aber die Wahl zum normalen. Nur noch mal, Hippo, wieso lässt du dich von der Schlange? Ja. Naja, weil. Ja. Was ist dieser Hippo? Ich spawne jetzt auf dem Floß und fahr weg. Okay, also die nächste Ausbaustufe ist in der Tat sehr, sehr simpel. Ja. Ist wirklich sau simpel. Wir brauchen 1800 Holz, einfach nur Holz. Hm? Das ist wirklich schnell geholt. 120 Metal Nails, die habe ich sogar noch. Und wir brauchen 12 Windows Screens, da habe ich auch noch ein paar. Aber da müsste Xar eventuell noch ein, zwei herstellen, die sind ja auch günstig. Das ist ja auch kein Problem, ja. Ja. Also, das kriegen wir jetzt sehr schnell hin. Cool. Windows Screens habe ich, brauchst du nicht bauen. Ja. Was war das noch? Ach, Metal Nails. 120, ne? Das kriegen wir auch hin.
100... Coach? Nein. Oh. Kannst du dich mal bis auf die Zähne bewaffnen? Soll man mitkommen? Also soll er das Gebiss da lassen? Ich hätte meine Tasche gerne wieder. Ja, also ich nehme alles mit bis auf meine Zähne. Ja komm, Zähne. wir legen eben die Titanbohr um, kriegen wir hin. Oh, hier. Alles zu Pferd, außer Hippo. Ja. Ja. Bringen wir mal eben alle auf und machen eine Hippo-Rettungsaktion. Ja, gute Idee. Sind alle da? Moment, ja. Moment. Pferd. Pferd, wo bist du? Da bist du kommst du mit. Erst mit die Pause los zu Boden knüppeln und dann. Das habe ich nicht getan, das okay. War Xa. Au. Der letzte macht das Tor zu. Du hast es verdient. Du hast Mörchen getötet. Nein. Wenn wir ganz genau sind, war es die Titanbauer. So sieht es mir aus. Das hübscheste Pferd überhaupt nichts für. Weit hübscheste Pferd. Naja, du kannst ja das Feld hier noch als Teppich irgendwo hinlegen. Wo war denn dein Ja, genau, du musst den quasi den schmalen Pfad am Gebirge entlang reiten in Richtung der Ebene und dann am Ende dieses Pfades. Genau, sieht ja gut aus. War schon zu hoch, aber macht der Rex. Ja, das ist ein wenig zu hoch, ja. Jetzt bin ich unten. Lebt das Pferd noch? Ja. Ah, hier, ganz. Hier, nichts passiert. Wo sind denn die Titanbohr? Ja, weiter. Bis zum Ende durch hast. Ja, da wo du die zuletzt zurückgelassen hast. Ah, ja, stimmt, das war ja am Anfang. Das war ja aus der anderen Richtung am Anfang. Das waren zwei übrigens. Das waren zwei. Ja. Schon wieder diese Blendeffekte hier. So, okay. Oh ja, lauf vor. Wo ist sie denn? Ach ein Stück, ja, hier waren die jetzt. Da sind sie auch beide. Okay, ich zieh sie mal weg. Dann kann Hippo schon mal sein Zeug holen. Ich bin ja nicht zu Fuß schneller als du mit dem Pferd. Die kauen noch auf was rum, will ich mal so nebenbei bemerken. Ja, auf Mörchen. Ne, Mörchen ist auch schon dort. Nee, ja, das ist aber nicht. Ich könnte... ja noch. Achso. Könnt ihr gerade irgendwie nicht abbauen, scheint's. Das ist ganz gut, da können wir sie wegballern, ohne dass die... Ich sehe sie nur nicht. Es ist so dunkel. Jetzt. Ich habe getroffen gerade. Es ist so dunkel, dass ich es nicht sehe, richtig? Also ich habe gerade noch 115 gesehen. Ja, ja. Nochmal. Nochmal. Mörchen tankt das super. Wenigstens so, was. Erste ist tot. Oh, hier, der Mörder ist tot. Nächste. Auch tot. Ah, oh, Mippo kam. Ich dachte nix, sonst bin ich auch wieder tot. Gibt Schlangensuppe heute. Lecker. So, dann können wir, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch bei der Anke gucken. Was Anke so sagt. Ja, ja, genau. Geht mal runter, ich zack eben die... Aber Vorsicht, da ist noch ein Riesenrudel Raptoren unten. Ja, oh, ja, das ist richtig übel. So, Mörchen hat nichts drin, Wildes? Nee. Nö. Dann gibt's heute ein bisschen Pferdefleisch und ein bisschen Schlangensuppe. Ist doch alles geil. Gut. Juhu, Lasagne! Pferderoulade, voll geil. Die Schlangen haben Latsch bei uns drin. Echt jetzt? Was? Die Schlangen hatten Latsch bei uns drin und frag nicht wie viele. Ich hätte jetzt maximal mit Geräten gerechnet. Ja. Nee, Latsch bei uns, so wie ein Pronto. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir gegessen. Wollte ich gerade sagen, vielleicht haben die vorher schon ein Pronto gegessen. Ach so, dass da so ein halber Pronto drin war. Das ist im Dunkeln dieser Ebene, das finde ich ja auch voll toll jetzt gerade. Ja, ich bin weg. Tschüss. Ich muss eine Town Hall fertig bauen, weißt du? Ja, Hippo, ne? Bernadette ist jetzt deine, weil du anderes kriegst du nicht. Ach, da hätte ich wieder 20. Außerdem habe ich ja schon wieder zwei neue produziert. Na gut. Ja, ja, es steht ja ein kleines Fohlen noch bei mir, übrigens noch namenslos, ne? Mhm. Ist immer noch. Allerdings ist das auf mich geprägt. Dann könntest du eventuell. Hier den Top-Muli haben. Ach, du ahnst es nicht. Tiger, kannst du die Tatsi kommt. Und der ist da. Mal gucken, es ist ja auch noch ein neues in Produktion gerade. Das, achso, ja, das ist ja auch noch, genau. Die ist noch schwanger, aber ne, das ist noch nicht raus. Okay. Ach, das war Black Beauty, ne? Genau. Ja, musst du nachher rufen, wenn das Fohlen kommt. Das will ich sehen. Ja, das könnte schön werden. Mhm. Mit wem gepaart? Mit dem Super-Muli.
Black Beauty war ein Weibchen, ja, okay. Mhm. Ich glaube, der Rex hat die letzte Anke da hinten weggeknospert. Gut, dann ist er jetzt wenigstens ganz vorbei mit Limestone. Ist ja super. Ja, das unter das oder das das Raptorenrudel, die 5 Raptoren, die da sind. Ja, können da, das auch Anke, ganz gut. Ja, aber da wo die Anke war eben gerade Theodor Rex. Hier. Ja, ja, ja. Und arschkalt. Machen wir mal ja, eine Fackel. Es geht. Ich habe eine Katze im Schlepptau, die krieg ich auf das blöde Vieh. Ey, mach keinen Mist, ne? Ich laufe hier zu Fuß. Du musst einfach über ein paar Steine hüpfen. Durch ja, aber da Steinwald nicht. Oder so. Doch, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, die kommt gleich von hinten. Coach! Ja. Ich hasse dich, wenn das jetzt wahr ist, hasse ich dich. Ja, mittlerweile müsste sie losgeworden sein. Müsste. Ja, müsste. Vor allem feiert das gleich so, wenn die Depot aus der Anzeige kommt. Vor allem, ich habe keine einzige Bola in der Tasche. Ich raste aus. Da soll ich so einfach ausrasten. Doch. Hippo hörst du vor allen Dingen selten ausrasten. Das ist, ich fackel alles ab. Ich fackel das ganze Dorf in Flammen. Ach nö, das ist genau wie ich es gesagt habe. Ja, wir haben Onyx in unserer Basis. Was ist denn ein Onyx? Ein Fledermäuse. Oh nein. Das ist das, was ich sagte, dieses scheiß Halloween-Event. Ach ja, hier flattert doch was. Ja. Bleibt mal ein bisschen los. Ja, weiß ich nicht, ob man die bolan kann. Aber ich muss die so schnell töten. Scheiße, Mann, wo sind die denn jetzt? Hier bei mir jetzt. Hätten wir einen Schafen. Ah, da hinten, okay, ich komme. Schafe, lass die Schafe. Ah, die sind auch bei Dings. Die hier, EZ-Trottelchen sehe ich da. Schnütchen wird angegriffen, Schafe werden angegriffen. Ich komme. Ich versuche die mal zu bolan, ob das geht. Ich kann das sein? Ja, der hat ab. Vielleicht kommt er wieder. Ist noch eine andere irgendwo? Ich habe noch eine Bola im Anschlag. Beim Tor, die flattern noch zwei rum. Ah, das ist auch kacke mit diesem Halloween-Event. Aber vom Allerfeinsten. Das wird ja, sonst er kommt wieder. Einfach hier alles. Ist sonst kommt wieder. Alles. Ich schleudere noch ein bisschen rum. Was wird denn da vor dem Tor angegriffen von uns? Das Tor. Bestimmt wieder ein Biber. Ach, das Tor. Sie okay. Kommt, bloß ne? Bloß da oben. Kommt sie oder nicht? Nein, nicht. Noch nicht so Moment, genau. Kurft die da oben rum. Weißt du, sonst ist ja... Ja, ich glaube, sie... Die ist noch unentschlossen. Ah, nee, ich glaube, sie kommt nicht wieder. Ich habe die hier eine am Tor, so. Hier, die will mir fressen. Menschenfleisch. Nimm Speer in die Hand, ne? Damit geht's am besten. Ja, erstmal haben verloren. Wunderbar. Hab ich weg. Sehr gut. Kannst du wieder runter? Ach, du glaubst es ja nicht. Bei den Biber, da ist ja was los. Nein. Ja, da haben sie den Spawn erhöht. Das fand ich auch sehr gut. Nein, Biber? Da sind die Fledermäuse da vorne. Ach so, das auch noch. Ja, wir haben aber hier vorne an den Toren die müssten wir es höchstens auf Wildlife stellen, aber da sind die Pfeile alle verballert. Wir könnten die Art Archers Stance, sieht übrigens irgendwie so total nebelig, trüb, komisch aus, interessant. Wir können die Archers Stance ansonsten auch auf Wildlife stellen, dass die das beballern. Sieht echt total interessant aus hier, die Nacht, ja, würde Nacht, ich vielleicht so eben bei den Viehzeugen kein Holz mehr. Ja, aber das sind nur 30 Pfeile, weißt du, wie schnell die verballert sind und wie teuer die sind? Ah. Okay. Also in Richtung Biber raus ist nix, oder wie? In Richtung See? In welchem See? Naja, halt da, wo du warst, wo die Onyx vorne dran war an der Tür. Ja, da sind bei den Bibern sind die. Waren eben wir hier, aber die sind jetzt, glaube ich, weitergezogen, wenn ich das so richtig sehe. Naja, dann, ja, ich hol mal ein Holz da hinten. Ja, ja, ich brauche noch 800 Holz, dann haben wir es. Oder wie viel waren es jetzt? Ach, ich warte nicht. Du und dein Holz. Ja. Was ist denn hier mit unseren Dieben auch mit uns? Warum haben die nicht geholfen? Was ist da los? Ich bin, glaube ich, mittlerweile auf neutral oder Sei verdammt froh, dass die nicht geholfen haben, weil die hätten sich mit den Schlangen, mit den Fledermäusen einfach nur in die Höhe geschraubt und wären für immer entflohen. Ja, aber auch mit den Fledermäusen. Ja, aber dann hätten auch die Dimorphodons weg. Ja, mein Gott, das ist, ne, wenn du einmal schießt, ist auch die Kugel weg. Du hängst ja an deinem Tier. Kann man eigentlich? Ja, man kann nicht vom Pferd aus Holz fällen. Man könnte die aber auf neutral stellen und dann auf irgendein Tier
Das Witzige ist, der steht sogar hier, der eine auf greife Ziel an. Ja, greife Ziel an, wenn du kein Ziel hast. Nee, die müssten schon neutral sein. Und wenn du die dann passiv auf ein Tier pfeifst, das am Boden steht, dann dürften die eigentlich nicht abhauen. Dann kommen die doch wieder, oder nicht? Nur die Theorie. Ich weiß von nichts. Ich weiß nur, dass die, wenn Flugtier gegen Flugtier kämpft, sich die in die Höhe schrauben und du kriegst sie irgendwie auch nicht mehr wirklich runtergepfiffen. Hm. Das war so mein letzter Stand. Ja, kann sein. Aber... Zar, wenn du nochmal kannst, dann kannst du mir nochmal so einen Kochtopf machen. Oder hast du den noch irgendwo? Nö, aber kann ich ja einfach machen. Ja, alles klar. So, wie sieht's aus? Nee, ja, läuft. Hallo, Eku. Komm, ich hole noch mal ein bisschen mehr Holz noch. Wir brauchen eh noch. Hä? Na, Mann. Dieses Pferd. Ach, jetzt ist auch mit den Bären, bevor sie vergammeln, sind sie halt getrocknet. Wobei eigentlich getrocknete Bären an sich nicht schlecht werden sollten. Eigentlich nicht. Aber die spoilen auch. Nochmal gucken. Da irgendwo eine Fledermaus. Gott, ist das dunkel. Aber wir haben ja bald 4 Uhr durch, das heißt, wird gleich wieder hell. War das da vorne so schön, simpel Holz zu farmen und hier hinten hast du nur alle 5 Meter mal einen Baum? So, zack. Oh, was ein schöner Sonnenaufgang. Was wird denn jetzt da? Ach, da oben ist auch schon wieder was an den Palisaden. Ja, also die Onyx werden noch unser großes Problemchen hier werden. Dürfte noch spaßig werden. Vor allen Dingen warte ich noch auf die Anthropleure bei. Ob denke ich kotzen. Hier ist Onyx hier bei Hippo. Bei der Hütte. Okay. Weiß ich nicht, ich bin gerade beim. Ich kann dir jetzt sagen, brauchst du nicht wissen, ich stehe ja da. Was soll ich da den Kopf hinschmeißen, Couch? Flattert er gerade Richtung Tor. Also. Der ist auch wunderbar rot, ist ja auch. Der ist wunderschön, besonders von hinten. Couch, ich hab dir den Kochtopf in dein Pferd gehauen. Danke. Jetzt ist er wieder Richtung Berg geflogen. Ja, dann lass ihn mal dich, dass du den jetzt anhackst und er kommt wieder. Ja, wenn ich denke, aus wie Wilhelm Tell, die trifft von hier nicht. Plantstrings, wir müssen alle Plantstrings produzieren. Ich habe die nächste Ausbaustufe hier gerade mal gemacht. Wir brauchen jetzt 900 Plantstrings. Kratzt ihr mal so zusammen, was ihr bei euch liegen habt? Ich guck auch mal bei mir. Hättest du wieder nichts getan, ja? Nein, natürlich nicht. Jetzt hätte ich schon gejubelt. Wo sind wir denn jetzt? Wahrscheinlich Second Floor oder so, ne? Dach kommt jetzt. Das ist wirklich das Finale. Echt? Ja. Also ich habe 34 Plantstrings. Wir brauchen noch ganz viel Stroh auch. Das habe ich aber. Glaube ich. Dachte ich. 900 Plantstrings. Ach. 900 Plantstrings ist so richtig fies, ja. Also da kann ich leider auch so überhaupt gar nicht mit dienen. Das ist mein Problem. Ich auch nicht. Ich habe mal angefangen herzustellen. Warte, welche? Ich weiß nicht wo. Das ist schade. Weil finde ich Kristalle, aber Plantstrings? Ich habe nicht mal mehr Fiber. Was war das denn? Ich will es nicht wissen. Ich glaube auch nicht. Was zum Geier war das bitte? Hab gerade den gebacken gemacht hier. Achso, das war... Das Geräusch kann man tatsächlich mit Mund machen, ja? Okay. Das habe ich hingekriegt. Das klang wie ein Propellerflugzeug, sau gut. Ah, solange es danach klang, ist es auch nicht. Ja, oder wie Bohnensuppe. Extra heftig. Wow. Hab's heute Zwiebeln. Also 1800.
800. Oh, 100. Ach ne, Quatsch, das sind ja 500 Stacks. 1000, 1500, 1750. Und ein also die Plant-Stacks, wo sollen die hin? In die Dings, in die direkt Town hier Hall. Rein, in die Town Hall, in das Ding. So, und wenn ihr noch habt, ein bisschen Holz. Mal gucken, warte mal, Holz habe ich irgendwo auch noch liegen. Ich habe doch gerade geholt, das war schon wieder zu wenig. So, ich nadel hier gerade mir einige Plant-Stacks zusammen. Das wäre echt gut, wenn das alle machen, weil sonst geben wir die neuen. Ja, ich bin schon dabei. Ich auch. Treffen wir uns an der Town Hall zum gemeinsamen Plant-Stricken. Genau. Strick. Weißt du, Strickliseln alle. Klöppel, klöppel, klöppel. Ah, schön, schön. Ja, schön. Ah ja, was meinst du so? Ja, ja, das die war die Zeit. Die Bohnen ist gut durchköcheln, ja. Mindestens 3 Stunden. Oh Mann. Ich brauche nur 300, dann kann das wieder raus. Okay. So, wir haben schon, also wenn ich habe meine reingeschmissen, 128 sind schon drin. Ah, ja. Alter Vater. Gibt's da nicht eigentlich auch irgendein der Gerät oder so, der das... Der Gerät. Nee, nicht, dass ich wüsste. Das ist doch die Survival Plus Mod. Da macht er dann, so. Damit geht's da alles mit der Hand. Ich verkämpfe. Alles. Alles gestrickt. So, hier Hippo. Ja. Ich tu dir mal ganz viel Fleisch. Insbesondere ist das lecker, lecker Titanbohr. Ich weiß auch nicht, wo die herkommt. Ist im großen Grill. Also wenn du da irgendwas mit anfangen kannst als Superkoch. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge hatten oder ob ich das außerhalb der Folge erklärt habe. Darum mache ich es gerade nochmal. Es ist tatsächlich so, dass der Entrepreneur, so wie der Coach einer ist und der Farmer ein besseres Futter herstellen und damit höhere Nährwerte liefern. Hat jemand von euch den Bone Meal Clou hier irgendwo reingeschmissen? Nee, immer noch bei mir im Feuer. Bisschen. Jetzt nicht die Antwort, die ich wollte. Ich weiß nicht, dass ich immer aussuchen kann. Bei dir im Feuer. Okay. Iron Arrow. Da brauchen wir noch Arrow Shafts für. Okay. Oh, wir sind schon mit dem Dach angekommen. Ja, ja, es ist ja. Der zweite Stock hat auch keine Wände. Danach ist tatsächlich fertig. Doch, die Wände habe ich davor gebaut. Das war das, was so günstig war mit den ganzen. Wahrscheinlich sind das jetzt nur so zwei Holzstelzen und das jetzt noch. Na, so war es nicht. Na, du bist aber optimistisch. Ich würde es nicht überraschen. Mich überrascht ja auch gar nichts. Das ist schon völlig korrekt, ja. Aber ich hoffe einfach immer noch. Gut. Ja. Nee, erwarte immer das Unerwartete. Wo ist mein Gaul? Man ist so langsam, wenn man strickt. Mhm. Ich bin noch beim Blendparts K.O. knüppeln. Aber es ist immer gut, wenn man auf dem Gaul ist, dann ist man wenigstens auch noch schnell. So, bei dir im Feuer, im brennenden Feuer draußen oder wo oder wie oder was oder... Oh. Oder wer oder warum oder... Yo, Mann, Alter. Und wenn ich dir sag, dass da nichts drin ist, alter Mann, ey, ja. Dann hat hey, Bro. Was rausgenommen. Wo ist der Bone Meal Clue? Nein, stimmt so nicht. Wo ist der Bone Meal Clue? Da ist er. Da ist er. Ne, das ist Bone Meal. Das ist kein Bone Meal Clue. Da ist Bone Meal Clue drin. Ach, das ist Bone Meal Clue. Ich glaub, das wäre Farbe. Alter. Das sieht aus wie Farbe. Alter. Alter, ey. Alter. Alter, checkst du das nicht, oder was? So. Jetzt gehe ich da mal. Jetzt mache ich hier mal. Irgendwo habe ich dieses Bone Meal Zeug, Clue, Bums, Gedöns doch hingeschmissen, weil ich dachte, das wäre Farbe, da ist es. Ja, dann wundert mich auch nicht, dass ich keinen mehr hatte. Ich dachte, das wäre Farbe, ich habe das rausgenommen und in den Schrank gelegt. Dachte mir, was brauche ich denn Farbe? Das heißt, du hast jetzt noch 200 irgendwas Bone Meal Clue. Ja, ja, hunderten. Ja, dann 200 irgendwas. Ja, bleiben wir bei 200. Ja, Kopfschmerzen. Kein Kommentar.
Usa. Sollen wir dann in der nächsten Folge ausbauen? Hello, ja, da haben wir ja genug Platz. Können wir machen, warte mal. Arrowchef, machen wir in der nächsten Folge, da sehen wir uns wieder, genau. Oh, ja. Ja, warum die alle hier wieder ab durchatmen, ich brauche ja nur Pfeile. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss. Ciao. Was war das?